Einen schönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kinder und Jugendliche, die ihr diesen Clip auf Facebook seht. Mein Name ist Willi Holzgruber. Ich bin seit ca. 18 Jahren Bezirksrat in der Bezirksvertretung Penzing und jetzt seit der halben Zeit in etwa Vorsitzender der Mobilitätskommission, die früher Verkehrskommission geheißen hat. Die Verkehrskommission oder Mobilitätskommission behandelt alle verkehrlichen Angelegenheiten für alle Verkehrsteilnehmer, also nicht nur für die Autofahrer, sondern auch für die Radfahrer und Fußgänger im Bezirk und hat sehr viele Gespräche mit den Fachdienststellen, die in der Stadt dafür zuständig sind. Das sind zum Beispiel die EMA 46 als Verkehrsbehörde, die EMA 28 als Straßenbauer und Straßenerhalter und auch Planer und natürlich auch die EMA 42, die für den Grünraum, den wir da zum Beispiel hier an den Bäumen sehen können, zuständig ist oder auch für die Parkanlagen zuständig ist und die oftmals auch für die Betreuung von Grünraum in Straßennähe zuständig sind. Diese Verhandlungen mit den Fachdienststellen ist oft ein Bohren harter Bretter. Das heißt, die Interessen oder die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger müssen dann mit den Bestimmungen, mit den gesetzlichen Bestimmungen, sei es, dass sie vom Land oder vom Bund kommen, übereinstimmen. Wir stehen hier an der Kreuzung Gurkgasse-Fenzelgasse, wo es viele Bürgerbeschwerden gegeben hat, weil die Autos zu schnell in der Gurkgasse unterwegs sind. Somit haben wir gemeinsam mit dem Planer der M28 die Lösung gefunden, dass wir hier einen Fahrbahnverschwenk in der Gurkgasse einbauen, den wir da sehen. Somit sind die motorisierten Verkehrsteilnehmer angehalten, entsprechend der Geschwindigkeit zu drosseln, um dann das Kreuzungsplateau richtig passieren zu können. Dieses und viele ähnliche Probleme diskutieren wir in der Mobilitätskommission, versuchen mit den Fachdienststellen gesetzeskonforme Lösungen zu finden und ja, wir sind guter Dinge, dass wir da mit auf einem richtigen Weg sind. Ich sage immer eines, das ist der letzte Satz, den ich jetzt heute sagen werde zu euch. Wer sich vor einem Problem fürchtet, das anzugehen, der sucht nach Ausreden. Wer ein Problem lösen will, der sucht nach Möglichkeiten.